In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts versammelte sich die jüdische Gemeinde in Castrop zum Gottesdienst in einem Betraum im Hause des Josef Levi. Dessen Standort entspricht etwa der heutigen Münsterstraße 7. Josef Levi war Vorsteher der jüdischen Gemeinde. Bei den Juden herrschte damals noch die patronymische Namensgebung vor, wobei dem eigenen Namen nur der Name des Vaters angehängt wurde. Also Josef war der Sohn von Levi. Sein Nachfolger, der Vorsteher Raphael Luis, erhielt über die königliche Regierung zu Arnsberg eine Urkunde des Königs Friedrich Wilhelm. Darin erteilte der König am 31. Oktober 1843 der Judenschaft in Castrop die Erlaubnis, das Grundstück Flur 12, Flurstück 145, zum Zwecke der Errichtung einer Synagoge und einer Schule zu erwerben. Am 18. März 1844 wurde der Kaufvertrag über das Grundstück im Ort zwischen der jüdischen Gemeinde und dem Ackerbürger Konrad Pillmann geschlossen. Das Wohnhaus wurde abgerissen und dort eine zweigeschossige Synagoge im Fachwerkstil errichtet. Der Betsaal zeigte gen Osten in Richtung des Jerusalemer Tempelberges. Der Begriff Synagoge stammt von dem griechischen Wort für Zusammenkunft und bezeichnet das Bet Knesset, das Haus der Versammlung. Eine Synagoge ist nicht nur ein Gebetshaus, sondern auch ein Ort der Unterweisung. Im Erdgeschoss grenzte an den Betsaal ein Schulraum. Im Obergeschoss befand sich oberhalb des Schulraumes eine Kleinstwohnung als Unterkunft für den Lehrer. Die Innenwände der Synagoge waren zu ihrem Schutz im unteren Bereich mit einer Holzvertäfelung verkleidet. Die restliche, glatt geputzte Wandfläche des Betraumes verzierte eine künstlerische Bemalung. Direkt über der Vertäfelung waren Vorhänge und darüber bis zum Deckenfries ein Quadermauerwerk abgebildet. Der hölzerne Toraschrein im Betsaal war oben mit zwei Schrifttafeln und darunter mit einer Plastik versehen, zwei schreitende Löwen, welche die Tora hielten. Der Löwe ist das Symbol des Stammes Juda. Tora bedeutet übersetzt Lehre. Die Tora-Rolle darf, außer an den Griffen der Rollstäbe, nicht mit den bloßen Händen berührt werden. Ein silberner Stab dient als Lesehilfe. Die Tora enthält neben der frühen Geschichte des Judentums 613 Geh- und Verbote für alle Bereiche des Lebens. Durch die Beachtung der Vorschriften beweisen die religiösen Juden ihre Ehrfurcht und ihren Gehorsam gegenüber Gott und seinen Worten. Dies mag der Grund sein, warum die jüdische Gemeinde in Castrop für sich den Spruch wählte Shiviti Adonai Lenegdi Tamit. Ich habe den Ewigen stets vor Augen. Es ist die Verpflichtung jedes Einzelnen, sich immer so zu verhalten, dass sein Reden, sein Tun und sein Handeln überall den Wohlgefallen Gottes findet. Der Umzug der Tora-Rolle aus dem bisherigen Betraum im Hause Levi war der Höhepunkt bei der Einweihung der Synagoge. Zu den Feierlichkeiten, die vom 15. bis zum 17. August 1845 dauerten, waren auch die nichtjüdischen Einwohner von Castrop geladen. Mit Schreiben vom 13. November 1845 erteilte die königliche Regierung zu Arnsberg dem Schulamtskandidaten Levi Loffmann aus Sendenhorst die Konzession zur Eröffnung einer Privatschule für die Kinder jüdischen Glaubens in Castrop.
Der Lehrer wohnte in der Synagoge und hatte neben dem Gehalt Kost und Logis frei. Der Lehrplan sah 26 Wochenstunden vor. Hebräisch wurde zusätzlich unterrichtet. Außer im Religionsunterricht wurden die offiziellen Lehrbücher der christlichen Schulen übernommen. Damals gab es etwa 75 Juden in Castrop und Mengede. 1849 hatte die Synagogengemeinde in Castrop bereits 81 Mitglieder. Aufgrund des Emanzipationsediktes von 1812 und einer erneuten Anweisung von König Friedrich Wilhelm im Jahre 1845 hatten die Juden mittlerweile alle einen Nachnamen gewählt oder einen von Amts wegen erhalten. Vorsteher Raphael Luis hatte seinen beiden Vornamen den Nachnamen Eichwald hinzugefügt. Zur Jahrhundertwende wurde das Fachwerk der Außenwände der Synagoge mit Steinen verkleidet. Nach Ende des Ersten Weltkrieges wurde 1919 die Lehrer- und Predigerstelle zum 12. Mal seit Bestehen der jüdischen Elementarschule mit Wilhelm Ullmann neu besetzt. Er bezog eine Wohnung am Markt der damaligen Wittener Straße 19. Wilhelm Ullmann hatte vor Beginn des Krieges seine Ausbildung als Prediger und Kantor abgeschlossen und war bereits als Lehrer in Oelde tätig gewesen. Als Wehrpflichtiger musste er dann an die französische Front. Er wurde dort verwundet, mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet und zum Unteroffizier befördert. 1920 lebten 151 Juden in Castrop. Aufgrund des starken Anstiegs der Mitgliederzahl und des Sanierungsbedarfs des Treppenhauses entschloss sich die jüdische Gemeinde zu einem Umbau und einer Renovierung der Synagoge. Nach den Plänen des Architekten Otto Münnekehoff wurde die Trennwand der Kleinstwohnung im Obergeschoss zum Betraum hin mit drei Rundbögen eröffnet und in eine Empore umgewandelt. Die Treppe wurde erneuert. Der rechteckige Synagogenbau wurde durch eine Apsis an der östlichen Giebelseite erweitert. Im Betraum und im Obergeschoss wurden Kunstglasfenster eingebaut. Für den 10. März 1922 lud die jüdische Gemeinde zur Wiedereröffnung der Synagoge ein. In Gegenwart von Bürgermeister und Verwaltungsspitze wurde dabei in der Synagoge eine Gedenktafel für alle im Ersten Weltkrieg gefallenen Söhne der jüdischen Gemeinde enthüllt. In einem ausführlichen Bericht über die Feierlichkeiten gab die Castroper Zeitung auch die Rede Wilhelm Ullmanns wieder. Darin hieß es: Der Glaube an den einen Gott, die Zugehörigkeit zu einem Volke, muss uns alle in einträchtiger Liebe und gegenseitigem Verstehen zusammenführen. So haben es die Helden, die im Weltkrieg fielen, gehalten. Die Juden fühlten sich zu dieser Zeit in der Gesellschaft angekommen. An der Tür des Betraumes prangte im Innenraum in hebräischen Buchstaben der Spruch: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das sollten alle Besucher der Synagoge mit auf den Weg hinausnehmen. Die Folgen der Wirtschaftskrise waren auch in Castrop-Rauxel zu spüren. Zu Beginn der 30er Jahre wurde der städtische Haushalt unter Kuratel gestellt. Es durften keine freiwilligen Leistungen mehr erbracht werden. Der Synagogengemeinde wurde 1932 die städtische Unterstützung zunächst auf 1000 Reichsmark gekürzt und im Jahre 1933 vollständig gestrichen. Gleichzeitig schrumpfte die Gemeinde und damit verringerten sich auch die Beitragseinnahmen. Die Synagogengemeinde
sah sich gezwungen, die Kündigung oder Versetzung des Lehrers Wilhelm Ullmann aufgrund rückläufiger Einnahmen ins Auge zu fassen. Die Entlassung des Lehrers bedurfte jedoch der Genehmigung aus Arnsberg. Mit Unterstützung des Castrop-Rauxeler Bürgermeisters Dr. Richard Anton wurde Wilhelm Ullmann im Mai 1935 von der Arnsberger Regierung an die öffentliche jüdische Volksschule in Gelsenkirchen versetzt. Sein Nachfolger in Castrop wurde im November 1935 mit Erlaubnis der Arnsberger Bezirksregierung der in Nordhausen entlassene Lehrer Abraham Jaffe. Ihm wurde ein wesentlich geringeres Gehalt ohne öffentliche Zuschüsse gezahlt. 1936 hatte die jüdische Gemeinde in Castrop nur noch 85 Mitglieder. Im Jahre 1938 verloren alle jüdischen Gemeinden den Status der Körperschaft des öffentlichen Rechts und galten nunmehr als private Vereine. Wir hatten ja das Geschäft unterhalb des Bahnübergangs und daneben war Kaufhaus Kepa und das gehörte dem Juden. Die Eltern von der Hilger waren sehr freundliche Menschen. Wenn ich mal durch das Geschäft ging und er sah mich, dann gab es immer ein Stück Schokolade oder ein Bonbon. Oder sie haben mich auch mal mit nach oben in die Wohnung genommen. Und jetzt kommt das Traurige. Seit der Machtübernahme 1933 versuchten die Nazis verstärkt, den Juden die Existenzgrundlage zu entziehen, sie zu isolieren und ihre Kultur zu zerstören, um sie damit aus Deutschland zu vertreiben. Knapp 3 Monate vor dem Attentat des Juden Herschel Grünspan auf den NS-Diplomaten Ernst vom Rath in Paris wurde bereits am 10. August 1938 in Nürnberg mit dem Abriss der Hauptsynagoge am Hans-Sachs-Platz begonnen. NSDAP-Gauleiter und Stürmerherausgeber Julius Streicher forderte, dass bis zum Beginn des NSDAP-Parteitages am 5. September kein Stein des jüdischen Gebetshauses mehr zu sehen sein sollte. Den Auftakt der Abbrucharbeiten verfolgten mehrere tausend Nazi-Anhänger. Auch in Dortmund begann man, aus angeblich städtebaulichen Gründen, am 21. September 1938 mit dem Abriss der Synagoge am Hiltropper Wall, nachdem die jüdische Kultusgemeinde dort zum Verkauf des Gebäudes gezwungen worden war. Als ein Teil der NS-Führungsriege am 9. November 1938 in München den Jahrestag des missglückten Münchner Hitlerputsches von 1923 feierten, wurde bekannt, dass Ernst vom Rath den Schüssen des polnischen Juden Herschel Grünspan erlegen war. Propagandaminister Joseph Goebbels hielt eine antisemitische Hetzrede. Kurz darauf ergingen erste Anweisungen von den Anwesenden an Partei- und SA-Stellen, in denen zur Zerstörung jüdischer Synagogen und Geschäfte aufgerufen wurde. Heydrich wurde in München von den anlaufenden Aktionen der SA informiert und setzte ein Fernschreiben an die Staatspolizei ab, wie sich diese zu verhalten habe. Sofort dem Leiter oder seinem Stellvertreter vorlegen. Betrifft Maßnahmen gegen Juden in der heutigen Nacht. Aufgrund des Attentats sind im Laufe der heutigen Nacht im ganzen Reich Demonstrationen gegen die Juden zu erwarten. Für die Behandlung dieser Vorgänge ergehen folgende Anordnungen. Die Leiter der Staatspolizeistellen haben sofort nach Eingang dieses Fernschreibens mit den zuständigen politischen Leitungen
eine Besprechung über die Durchführung der Demonstrationen zu vereinbaren. In dieser Besprechung ist der politischen Leitung mitzuteilen, dass die deutsche Polizei vom Reichsführer der SS und Chef der Polizei die folgenden Weisungen erhalten hat. Es dürfen nur solche Maßnahmen getroffen werden, die keine Gefährdung deutschen Lebens oder Eigentums mit sich bringen. Zum Beispiel Synagogenbrände nur, wenn keine Brandgefahr für die Umgebung vorhanden ist. Geschäfte und Wohnungen von Juden dürfen nur zerstört, nicht geplündert werden. In Geschäftsstraßen ist besonders darauf zu achten, dass nicht-jüdische Geschäfte unbedingt gegen Schäden gesichert werden. Ausländische Staatsangehörige dürfen, auch wenn sie Juden sind, nicht belästigt werden. Unter der Voraussetzung, dass die angegebenen Richtlinien eingehalten werden, sind die stattfindenden Demonstrationen von der Polizei nicht zu verhindern. Sofort nach Eingang dieses Fernschreibens ist in allen Synagogen und Geschäftsräumen der jüdischen Kultusgemeinden das vorhandene Archivmaterial polizeilich zu beschlagnahmen, damit es nicht im Zuge der Demonstrationen zerstört wird. Es kommt dabei auf das historisch wertvollere Material an. Sobald der Ablauf der Ereignisse dieser Nacht die Verwendung der eingesetzten Beamten es zulässt, sind in allen Bezirken so viele Juden, insbesondere Wohlhabende, festzunehmen, wie in den vorhandenen Hafträumen untergebracht werden können. Es sind zunächst nur gesunde, männliche Juden, nicht zu hohen Alters festzunehmen. Nach Durchführung der Festnahme ist unverzüglich mit den zuständigen Konzentrationslagern wegen schnellster Unterbringung der Juden in den Lagern Verbindung aufzunehmen. Es ist besonders darauf zu achten, dass die aufgrund dieser Weisung festgenommenen Juden nicht misshandelt werden. Gezeichnet Heiderich, SS-Gruppenführer. Damit die örtlichen SA-Leute nicht unmittelbar als Castroper Nachbarn erkannt wurden, waren in Castrop-Rauxel auch Herner SA-Trupps unter Anleitung ortskundiger SA-Leute und Parteigenossen aus Castrop-Rauxel eingesetzt. Die SA-Trupps holten zunächst den Tankstelleninhaber Julius Gericke aus dem Bett und verlangten von dem Betreiber der Zapfstellen an der damaligen Kaiser-Friedrich-Straße 12, heutigen Lönzstraße, mehrere Kanister Benzin. Die Synagoge soll dann von einem Herner SA-Standartenführer und seinem Kraftfahrer entzündet worden sein. Während der Löscharbeiten kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Feuerwehrmann, der den Wasserstrahl noch einmal auf das brennende Synagogengebäude richtete, und einem SA-Mann, der deswegen Anstalten machte, den Feuerwehrschlauch zu zerschneiden. Das Strafverfahren gegen den Feuerwehrmann, weil er einem uniformierten Mitglied einer NS-Organisation einen Fußtritt versetzt hatte, wurde letztendlich eingestellt. Denn schließlich hatte der Feuerwehrmann die Zerstörung des Schlauches verhindert. Während der Stadtanzeiger für Castrop-Rauxel und Umgebung vom 11. November 1938 auf der Titelseite die strenge Aufforderung von Goebbels brachte, die Bevölkerung möge von weiteren Aktionen gegen das Judentum absehen, wurden die Aktionen der SA des vergangenen Tages nur kurz im Innenteil auf der vierten Seite beschrieben, ohne dass die SA selber als Täter Erwähnung fand. Die Nachricht vom Tode des Gesandtschaftsrates löste in Castrop-Rauxel in der Nacht zum Donnerstag Kundgebungen gegen die hiesigen Juden aus. Von der empörten Volksmasse wurden die Schaufensterscheiben der jüdischen Geschäfte zertrümmert, die Auslagen wie die Waren aber unberührt gelassen. Die Synagoge wurde angezündet, sie ist im Innern vollständig ausgebrannt.
In der Kristallnacht wurde ich wach vom lauten Geschrei der SA, die überall rumgingen und die Fenster der jüdischen Geschäfte und Wohnungen zertrümmerte. Ja. Und dann sah ich aus dem Wohnzimmerfenster über die Jännerstraße weg, die Flammen und den Qualm aus dem Synagogendach steigen. Morgen habe ich ja alles ansehen wollen, was da in der Nacht passiert war. Die Synagoge war nur noch ein Trümmerhaufen, alles schwarz, das Dach war eingestürzt, Trümmer lagen darum. Bin ich zu unserem Geschäft gegangen und habe dann gesehen, wie nebenan die Schaufensterscheiben des Kaufhauses Geber alle zersplittert waren. Die Schaufenster waren leer geklaut. Und als Siebenjähriger total entsetzt, dass da alles kaputt war. Die Wohnung über dem Kaufhaus, da waren auch alle Fensterscheiben zersplittert. Und dann, was mich da irgendwie seltsam berührt hat, dass von den Leuten niemand mehr zu sehen war. Der Lehrer Gerhard Schinke schrieb 1981 seinen Augenzeugenbericht nieder. Die großen Geschäftshäuser am Markt in der Münster- und Widumerstraße waren, soweit sie sich in jüdischen Händen befanden, entsetzlich zugerichtet. Die Waren in den Glaskästen waren auf dem Fußboden umhergestreut und zertreten. Vor allem aber hatte die SA auch die großen, schönen und sehr wertvollen Schaufensterscheiben rot zersplittert und tausende von großen und kleinen Glasscherben bedeckten das Straßenpflaster. Viele Menschen standen verstört umher und sahen mit Schrecken das furchtbare Verderben. SA-Posten, die überall aufgestellt waren, gaben Obacht, dass niemand ein Wort der Missbilligung oder des Bedauerns über die Juden sagte oder gar ein Lichtbild zu nehmen versuchte. Geschah es dennoch, so nahmen sie sofort den Apparat weg. Aber nicht genug damit. Es wurden viele Juden verhaftet und in die Konzentrationslager abgeführt. Am 12. November 1938 fand ein Treffen zwischen Goebbels, Göring und Heydrich bei Göring statt. Wie viele Synagogen sind denn tatsächlich niedergebrannt? Es sind im Ganzen 101 Synagogen durch Brand zerstört, 76 Synagogen demoliert, 7500 zerstörte Geschäfte im Reich. Was heißt durch Brand zerstört? Zum Teil abgebrannt, zum Teil ausgebrannt. Ich bin der Meinung, dass das der Anlass sein muss, die Synagogen aufzulösen. Alle, die nicht mehr vollkommen intakt sind, müssen von den Juden niedergelegt werden. Die Juden müssen das bezahlen. Hier in Berlin sind die Juden dazu bereit. Die Synagogen, die in Berlin gebrannt haben, werden von den Juden selbst niedergelegt. Wir können sie zum Teil zu Parkplätzen umgestalten, zum Teil werden dort andere Gebäude errichtet werden. Das muss nun, glaube ich, als Richtschnur für das ganze Land herausgegeben werden, dass die Juden selbst die beschädigten oder angebrannten Synagogen zu beseitigen haben und der deutschen Volksgemeinschaft fertige freie Plätze zur Verfügung zu stellen haben. Nach Verhandlungen mit Julius Meyer, dem langjährigen Vorsteher der Synagogengemeinde, kaufte die Stadt Castrop-Rauxel am 28. April 1939 das Synagogengrundstück
für 3.500 Reichsmark. Laut Vertrag benötigte die Stadt Castrop-Rauxel das Grundstück für die Erweiterung der Straße im Ort. Von dem Kaufpreis von 3.500 Reichsmark wurden allerdings noch die Abrisskosten der Synagogenruine in Höhe von 628 Reichsmark und 69 Pfennigen abgezogen, sowie die von der VEW geltend gemachten Kosten in Höhe von 172 Reichsmark und 34 Pfennigen für den bei dem Brand in der Synagoge zerstörten Gaszähler. Der letzte Satz im Paragraph 1 des Vertrages über den Ankauf des Synagogengrundstücks lautete: Dieser Betrag ist ausschließlich zum Zwecke der Finanzierung der Auswanderung für mittellose Juden, die zurzeit in Castrop-Rauxel ansässig sind, zu verwenden. Der nach Abzug der Abrisskosten verbliebene Restbetrag in Höhe von 2.698 Reichsmark und 97 Pfennigen ist jedoch nie an emigrationswillige Juden, sondern an die Reichsvereinigung der Juden in Deutschland gezahlt worden. Diese Organisation war dem NS-Reichssicherheitshauptamt unterstellt, welches dann im Juni 1943 die Reichsvereinigung auflöste und das Vermögen einzog. Weil Julius Meyer bereits am 13. März 1939 in die Niederlande emigriert war, unterzeichnete der Lehrer und Prediger Abraham Jaffe als Vorsteher zusammen mit den Kaufleuten David Cohen und Bruno Bauer als Repräsentanten der Synagogengemeinde den Vertrag. Für die Stadt unterschrieb der hierzu extra bevollmächtigte Stadtoberinspektor Theodor Keip. Abraham Jaffe war in der Pogromnacht verhaftet und erst kurz zuvor aus der Schutzhaft im Konzentrationslager Sachsenhausen mit der Auflage, das Land zu verlassen, entlassen worden. Am 4. Mai 1939 folgte Abraham Jaffe mit seiner Ehefrau seinen schon zuvor emigrierten Kindern nach London. Sein Vorgänger Wilhelm Ullmann verließ mit Familie am 25. August 1939 Deutschland, um über England in die USA auszuwandern. England und Amerika waren für die Emigranten sichere Orte. Julius Meyer wurde in den Niederlanden gefasst. Er starb am 12. Februar 1943 in Auschwitz. Wie man später hat man das ja erfahren und auch aus dem Gedenkstein am Jugendheim ist das auch erwähnt, dass die Familie nach Amsterdam wohl geflohen ist. Und da sind sie dann von den Nazis umgebracht worden. Da. Und ich habe schon so oft gesagt, wer denkt eigentlich daran, dass Christus ein Jude war? Er war doch ein gläubiger Jude. Warum die Feindschaft? Habe ich nie begriffen. Aufgrund der Wiedergutmachungsgesetzgebung der Bundesrepublik Deutschland musste die Stadt Castrop-Rauxel das Synagogengrundstück 1952 nochmals erwerben. Die Geschichte lehrt, dass der Mensch aus der Geschichte nichts lernt. Ich weiß nicht, von wem der ist. Ist einer von den deutschen Philosophen.